Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Urteil des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen vom 27. Oktober 2021. Ah, hier steht die Rednerreihenfolge. Sehr gut. Mit Top 2, Top 3 und Top 4. Und ich darf der Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten im Hessischen Landtag, der Kollegin Nancy Faeser, das Wort erteilen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich zitiere: Wenn der Staatsgerichtshof das Sondervermögen auch nur in Teilen für verfassungswidrig erklärt, steht Schwarz-Grün vor den Trümmern seiner Politik. Diese Vorhersage konnten wir im September in der FAZ lesen. Im November wissen wir, sie ist eingetreten. Denn am 27. Oktober hat der Staatsgerichtshof den schwarz-grünen Schattenhaushalt für verfassungswidrig erklärt. Nicht in Teilen, sondern in Gänze. Oder, um es mit den Worten des Staatsgerichtshofes zu sagen, ich zitiere, das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern ist verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Und damit stehen Sie, Herr Ministerpräsident, vor den Trümmern Ihrer Politik. Sie haben ebenso wie Ihr Finanzminister und die gesamte Landesregierung nach Artikel 111 der Hessischen Landesverfassung geschworen, dass Sie, ich zitiere, Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werden. Nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes steht fest, Sie haben Ihren Amtseid gebrochen. Und Herr Bouffier, wir beide wissen, welcher Schritt sich nach diesem Verfassungsbruch für einen Demokraten gehören würde. Wir wissen beide, dass ein Rücktritt des Finanzministers nach diesem Verfassungsbruch unausweislich ist, doch bei weitem nicht ausreichend. Und ich sage das als Parlamentarierin dieses Hauses sehr verantwortungs- und selbstbewusst. Denn der Schaden, den Sie angerichtet haben, trifft natürlich zuerst Sie und Ihre Regierung, und er ist irreparabel. Doch er trifft auch die Menschen in unserem Land und das Parlament insgesamt, denn er bestätigt die schlimmsten Vorurteile über Politik. In der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg hat diese Landesregierung nicht das Wohl des Landes zur obersten und einzigen Priorität erklärt. Sie hat nicht den Konsens der Demokraten gesucht, um den Menschen in der Pandemie zu helfen, meine Damen und Herren. Nein, diese Landesregierung hat bewusst und vorsätzlich die Verfassung gebrochen, um aus dieser Krise einen parteipolitischen Vorteil zu ziehen. Mit einem 12 Milliarden Wahlkampfetat bis 2023 wollte sie sich die Wiederwahl sichern. Und damit, meine Damen und Herren, ist der Landesregierung in der Krise nicht nur verfassungsrechtlich gescheitert, sondern sie ist vor allen Dingen auch moralisch gescheitert. Herr Bouffier, heute stehen Sie vor den Trümmern Ihrer Politik. Dabei war dieser Trümmerhaufen so vermeidbar wie vorhersehbar. Denn wir haben all das genau vorausgesagt. Wir haben gesagt, dass Ihr Schattenhaushalt gegen die Verfassung verstößt. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Wir haben gesagt, dass Ihr Schattenhaushalt gegen die haushaltsverfassungsrechtlichen Grundsätze, der Einheits- und Vollständigkeitsprinzip des Artikel 139 Absatz 2 Satz 1 Hessischer Verfassung verstößt. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Wir haben gesagt, dass das Jährlichkeitsprinzip ebenfalls nach Artikel 139 Absatz 2 Hessischer Verfassung verletzt ist. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Wir haben gesagt, dass Ihr Schattenhaushalt das Budgetrecht
das in der Verfassung verankert ist, das Königsrecht des Parlaments verletzt. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Denn jeder einzelne Abgeordnete hat aus der Verfassung, nämlich aus Artikel 77, das Recht auf Teilhabe am Diskurs und auf Mitentscheidung über die geplanten Ausgaben staatlicher Finanzmittel. Das normiert unsere Verfassung ganz ausdrücklich, denn hier geht es um den Kern unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Und dafür hat Ihr Konstrukt mit dem Haushaltsausschuss eben nicht ausgereicht. Und das haben wir Ihnen letztes Jahr gesagt. Wir haben gesagt, dass Ihr Schattenhaushalt die Schuldenbremse verletzt. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Wir haben gesagt, dass Maßnahmen wie die Beleuchtung von Radwegen nichts mit der Bekämpfung der Krise zu tun haben. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Wir haben gesagt, dass damit auch der Haushalt 2020 verfassungswidrig ist. Der Staatsgerichtshof hat es bestätigt. Und, meine Damen und Herren, als Parlamentarierin tut es mir in der Seele weh, dass wir erst klagen mussten und nun Recht bekommen haben. Doch es war notwendig, um die elementaren Rechte des Parlaments und die Integrität unserer Verfassung zu schützen. Denn es geht hier nicht um Schwarz-Grün gegen Rot-Gelb. Es geht hier nicht um Regierung gegen Opposition, sondern es geht um Parlamentsrechte, das heißt Parlament gegen Regierung. Wir haben, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, auch für Ihre Rechte gekämpft und auch für Ihre Rechte Recht bekommen vor dem Staatsgerichtshof. Aber vielleicht das Schlimmste an der Sache, es gab eine Alternative im letzten Jahr, die schnell, sicher, zielgenau und verfassungskonform umzusetzen gewesen wäre. Die Finanzierung aller tatsächlichen notwendigen Maßnahmen durch Nachtragshaushalte, meine Damen und Herren, um den Menschen in unserem Land zu helfen. Zu Beginn der Pandemie hatten wir binnen eines Tages in drei Lesungen ein milliardenschweres Paket bewilligt, und wir hatten als Opposition einen Nachtragshaushalt als verfassungskonforme Alternative zum Schattenhaushalt vorgelegt. Wir haben sehr konkret im letzten Jahr einen Nachtragshaushalt in Höhe von 4,7 Milliarden Euro vorgelegt. Das hätte den Menschen in Hessen, ob in den Krankenhäusern, in den Kitas, in den Schulen, in den Frauenhäusern, der Polizei, im Einzelhandel, der Tourismusbranche und insgesamt den Kommunen und den Solo-Selbstständigen sehr zielgenau, sehr passgenau und vor allen Dingen verfassungskonform geholfen, meine Damen und Herren. Aber all das wollten Sie nicht. Sie haben Ihren Schattenhaushalt durchgeboxt. Und hier geht es ausschließlich um eine politische Entscheidung. Ich will das noch einmal betonen. Die fachliche Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzministerium hat das mit Sicherheit nicht vorgeschlagen und ist mit Sicherheit auch nicht Gegenstand unserer Kritik, was die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, meine Damen und Herren. Sondern es ist eine politische Entscheidung des Finanzministers und dieser Landesregierung an der Spitze von Volker Bouffier. Wahrscheinlich werden Sie gleich sagen, Herr Finanzminister, dass Sie Neuland betreten hätten. Ja, eine Pandemie dieses Ausmaßes hatten wir in den letzten sieben Jahrzehnten nicht, aber doch viele Ausnahmesituationen. Ich nenne nur 2015. Ich nenne die Bankenkrise. Auch dort gab es doch schon Krise, und zwar existenzielle, die vor allen Dingen hohe
finanzielle Auswirkungen hatte. Und damals ist es Ihnen auch gelungen, diese Krisen zu bewältigen, und zwar mit normalem Haushaltsrecht, mit Nachträgen. Und da war so ein Schattenhaushalt eben gerade nicht notwendig. Deswegen hören Sie auf, dieses Argument zu bedienen. Es ist nämlich keines. Und ich höre es ja jetzt schon, wie die Redner der Regierungsfraktionen und der Landesregierung sich an den Strohhalm klammern werden, dass die Änderung des Artikel 141 Gesetzes, also die Abschaffung der erforderlichen Zweidrittelmehrheit des Parlaments für Ausnahmen von der Schuldenbremse, vom Gericht nicht als Verfassungsbruch gebrandmarkt wurde. Und ich sage es Ihnen als Parlamentarierin, als Kollegin, Sie sollten es um Ihrer Selbstachtung willen lassen. Denn wir wissen erstens alle, dass es ein Konstruktionsfehler bei der Normierung der Schuldenbremse war, die Zweidrittelmehrheit einfach gesetzlich festzuschreiben. Zweitens ändert auch die Verneinung des Verfassungsbruches nichts daran, dass es sich schlicht und einfach nicht gehört, die Regeln im laufenden Verfahren zu verändern, meine Damen und Herren. Und drittens, jeder Fußballer, Fußballfan, Fußballerin weiß, das gibt man sich schnell der Lächerlichkeit preis, wenn man nach einem 7:1 verliert und hinterher behauptet, man habe unentschieden gespielt, meine Damen und Herren. Also das ist schon wirklich abenteuerlich. Der Staatsgerichtshof hat die Politik der Landesregierung in der wichtigsten Frage dieser Legislaturperiode pulverisiert. Schlimm genug. Doch wie so oft ist es weniger der Fehler selbst, der das wahre Ausmaß eines Skandales offenbart, als der Umgang damit. Das haben wir ja nur in Hessen schon oft erlebt. Und dafür haben wir in der letzten Woche wieder einmal ein solches Paradebeispiel erlebt. Nachdem der Staatsgerichtshof unmissverständlich geurteilt hat, dass die Landesregierung die Verfassung gebrochen hat, liest sich die Pressemitteilung des Finanzministers wie aus einem Paralleluniversum. Alles hat Bestand, war ein Erfolg. Und überhaupt, man muss sich jetzt nur ein wenig das parlamentarische Verfahren dafür anpassen. Aber es kommt noch besser. Vor den Kameras sagte der Finanzminister tatsächlich, man habe, ich zitiere, eine Reihe von wertvollen Hinweisen vom Gericht bekommen. Das Verfassungsgericht hat Ihnen keine Hinweise gegeben, sondern Ihr Gesetz für verfassungswidrig erklärt, meine Damen und Herren. Und man kann ja auch heute nachlesen in Ihrem Antrag von Schwarz-Grün, dass das Sondervermögen aufgelöst wird. Ja, wenn das alles nur wertvolle Hinweise wären, müssten Sie ja das Sondervermögen gar nicht auflösen, meine Damen und Herren. Oder wie lösen Sie diesen Widerspruch auf, Herr Bellino? Wer ein Urteil des obersten Gerichtes so in sein Gegenteil umdeutet, missachtet nicht nur ein Verfassungsorgan. Er offenbart, dass sich nach bald 25 Jahren CDU-Regierung in diesem Land die Arroganz der Macht überhaupt keine Grenzen mehr kennt, meine Damen und Herren. Herr Minister Boddenberg, Ihr Platz in der Geschichte als Verfassungsbruchminister ist Ihnen sicher. Doch heute haben Sie die Gelegenheit, diesen Fehler wenigstens einzugestehen und ein Stück weit mit Würde zu tragen. Stehen Sie endlich dazu, dass Sie die Verfassung gebrochen haben, und ziehen Sie die Konsequenzen. Und Sie müssen gar nicht weit blicken, weder räumlich noch zeitlich, um ein Vorbild zu finden. Das Vorbild heißt Willi Stechele aus Baden-Württemberg. Er ist wie Sie in der CDU und war dort im Jahre 2011 Landtagspräsident. Der dortige Staatsgerichtshof hatte Stechele in seiner vorherigen Funktion als Finanzminister einen schwerwiegenden Verfassungsbruch attestiert. Der eine oder andere erinnert sich. Es ging um 4,7 Milliarden €. Es ging um den Erwerb
von Anteilen der ENBW. Stechele zog umgehend die Konsequenzen und trat als Landtagspräsident zurück. So reagiert man als Christdemokrat mit Anstand auf einen Verfassungsbruch. Meine Damen und Herren, das sollte Ihnen ein gutes Vorbild sein. Und ich muss sagen, ich fühle in dieser Sache tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion. Sie haben diesen Schattenhaushalt nie gewollt. Er wurde Ihnen vom Ministerpräsidenten Volker Bouffier aufgezwungen. Und ich weiß ja auch, dass Sie nur mit der Faust in der Tasche der Wunschliste Ihres Koalitionspartners zugestimmt haben. Aber Sie müssen sich schon fragen, wie viel Demütigung wollen Sie denn noch ertragen? Wie lange wollen Sie einem Mann noch folgen, der seinen Kompass offensichtlich verloren hat? Wie tief wollen Sie noch sinken, meine Damen und Herren? Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich erlebe gerade in den Verhandlungen in Berlin, wie wichtig Ihnen der Rechtsstaat und rechtsstaatliche Verfahren sind. Und dieses Anliegen eint uns. Nicht nur in dieser Frage, wie so vieles mehr. Und deshalb ist es gerade auch in Hessen jetzt die Zeit für einen neuen Aufbruch. Je früher, desto besser, meine Damen und Herren. Der erste Schritt. Der erste Schritt wäre es heute, diesen Fehler klar zu benennen, damit wir ihn gemeinsam für unser Land beheben können. Denn das erwarten doch jetzt die Menschen in Hessen, und sie erwarten es zu Recht, dass wir jetzt sagen, wie es weitergeht, dass wir die notwendigen Maßnahmen, die jetzt noch durch Corona erforderlich sind, in einem Haushalt ordnungsgemäß abbilden, damit die Menschen in Hessen baldmöglichst die notwendige Unterstützung auch erhalten, meine Damen und Herren. Voltaire soll einmal gesagt haben, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Also können Sie Ihren abenteuerlichen Kurs durchaus noch korrigieren. Und das haben Sie ja heute schon getan, indem Sie das Sondervermögen auflösen. Wir erwarten jetzt weitere Schritte im Haushalt, sodass den Menschen in den Krankenhäusern, denjenigen, die unter den psychologischen Folgen der Pandemie leiden, gerade den Kindern, geholfen wird, dass Sie jetzt auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen für die vielen Bereiche in der Gesellschaft in Hessen, die so notwendig sind. Meine Fraktion hat sich in jeder Phase der Pandemie sehr konstruktiv eingebracht. Wir haben frühzeitig immer eigene Vorschläge gemacht, mit Lösungskonzepten, mit einer Hand, die ausgestreckt blieb, auch wenn sie ausgeschlagen wurde, und mit Kritik, wo sie nötig ist. Und auch jetzt bieten wir unsere Unterstützung an, weil es uns ums Land geht und weil der Schaden durch den Verfassungsbruch der Landesregierung schon viel zu groß ist. Denn nur weil Herr Bouffier vor den Trümmern seiner Politik steht, soll kein Bürger in Hessen, keine Bürgerin in Hessen vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen, Frau Faeser. Vieles von dem, was Sie hier gerade vorgetragen haben, habe ich ziemlich so erwartet. Zugegebenermaßen bin ich aber über die ein oder andere Art der Diktion ein wenig überrascht und habe mir überlegt, was meint eigentlich und empfindet jemand, der Ihnen bei dieser Rede zugehört hat. Ich glaube, es könnte den einen oder anderen geben, der den Eindruck hat, dass Sie ein bisschen das Maß verloren haben in der heutigen Form Ihrer Auseinandersetzung. So, und um dem vorwegzugreifen,
Frau Faeser, ich kann Ihnen die Sorge nehmen, diese Landesregierung ist nicht nur absolut handlungsfähig und bleibt das auch und war das in der Vergangenheit, sondern diese Landesregierung ist in einer Art und Weise stabil, dass es Ihnen nicht gelingen wird, den kleinsten Keil in diese Koalition zu treiben. Ich glaube, Sie haben eher das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollten, heute erreicht, nämlich eine Sicht in dieser Koalition, die sagt, wir haben einen Fehler gemacht, und da werde ich gleich etwas dazu sagen, selbstverständlich, und ich wüsste nie, wann ich das abgestritten habe. Aber wir machen aus diesem Fehler und aus dieser Erkenntnis, aus dem Urteil des Staatsgerichtshofs jetzt ein Projekt, in dem wir weiterhin den Menschen in dieser Krise helfen werden, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Und Sie erwarten noch Antworten. Sie erwarten auch Antworten, und die sollen Sie heute bekommen. Ich schicke einige wesentliche Punkte vorweg. Und wie man das kritisieren kann, kann ich wirklich nicht nachvollziehen, nämlich dass ich unmittelbar nach dem Urteil den Menschen erklärt habe, dass alle unsere Maßnahmen, die hinter uns liegen, selbstverständlich so bleiben, wie sie sind. Das heißt, niemand muss befürchten, dass er irgendetwas zurückzahlen muss. Das halte ich für eine wichtige Aussage nach einem solchen Urteil. Ich kann nicht verstehen, wie man das kritisieren kann, so wie Sie es eben getan haben. Das Zweite ist, ja, wir werden bei all den Maßnahmen, die noch nicht beschlossen worden sind im Haushaltsausschuss, werden bei all diesen Maßnahmen, die möglicherweise aber trotzdem erforderlich sein können im Zuge der Pandemie, die immer noch nicht rum ist, werden wir natürlich sehr, sehr genau hinschauen und den unmittelbaren Kontext, den der Staatsgerichtshof verlangt, was das Thema Pandemiebezug anbelangt, selbstverständlich beachten. Und da will ich nur einmal der guten Ordnung halber sagen, weil Sie haben ja eben von der Hand gesprochen, die wir angeblich ausgeschlagen haben. Ich will das noch einmal hier für die Zuschauerinnen und Zuschauer wiederholen. Wir haben 6 Gesprächsrunden. Wir beide plus Kollege Rock, plus Kollege Wagner, plus Kollege Ines, Klaus und meiner Wenigkeit 6 Runden gehabt, um zu schauen, geht was zusammen. Und es ging am Ende etwas nicht zusammen, weil Sie aus dieser Situation heraus eigentlich nur eins wollten, nämlich eine Allparteienregierung des Hessischen Landtags. Und ich glaube, gerade in der Krise muss es so sein, dass Mehrheiten, die die Bürgerinnen und Bürger in dieses Parlament gewählt haben, auch stattfinden. Und wir streiten zwischen Regierung und Opposition. Aber bitte nicht zu einem solchen Ergebnis kommen, was Sie seinerzeit haben wollen. Und dann wird es mir ja wohl noch erlaubt sein, dass ich darauf hinweise, auch unmittelbar nach diesem Urteil darauf hinweise, Herr Weiß, dass der Staatsgerichtshof Ihnen dieser Frage, nämlich braucht es eine Zweidrittelmehrheit, eben nicht gefolgt ist. Und das wiege ich nicht auf in halbe, 50-50, sondern ich stelle es nur fest, wenn Sie daraus 50-50 machen, dann ist das Ihr Ding. Vielleicht haben Sie damit heute ein bisschen Klamauk in Ihrer Fraktion erreicht. Aber bitte bleiben Sie bei dem, was Sie seit dem Urteil von mir gehört haben. Selbstverständlich nehmen wir dieses Urteil nicht nur an. Ich habe auch eine gewisse Demut vor dem, was passiert ist. Das können Sie mir glauben. Das können Sie mir glauben, und Sie kennen mich, glaube ich, so gut, dass Sie wissen, das sage ich nicht so daher. Ich bekenne mich auch zu Dingen, wenn etwas falsch und fehlerhaft gelaufen ist. Und ich weiß auch um die Schwere dieses Urteils. Aber ich gucke jetzt nach vorne und lasse mir nicht vorwerfen, dass ich das Urteil des Staatsgerichtshofs, des höchsten Gerichtes unseres Landes, ignoriere, kleinrede oder verändere im Sprachgebrauch. Das werden Sie alles von mir nicht erleben, weder letzte Woche, noch diese Woche, noch in Zukunft. Ja, und Sie haben darauf hingewiesen. Es gab keine Blaupause. Und wenn Sie die Krisen, die Sie erwähnt haben, die Finanz- und Wirtschaftskrise, und wenn Sie die Flüchtlingskrise, ich bleibe mal bei dem Terminus, der ja umstritten ist hin und wieder, wenn Sie das vergleichen wollen, dann können Sie das gerne machen. Nur es geht um völlig andere Sachverhalte. Denn bei diesen Krisen hatten wir am Ende des Tages, auch um haushalterisch reagieren zu können, eine ganze Reihe gesetzlicher Grundlagen geschaffen. Und das haben wir diesmal nicht. Diesmal haben wir von heute auf morgen überlegt, wie können wir der Krise flexibel, mit Kraft und mit einer klaren Ansage an die Wirtschaft, an die Arbeitnehmer, an die Beschäftigten, an die Krankenhäuser, an die Pflegebediensteten in den Krankenhäusern, an die Menschen in diesem Land, die Angst um ihre Existenz und Angst um ihre Gesundheit hatten, wie können wir dieser Krise begegnen? Genau das haben wir gemacht. Nochmal, ich bin völlig d'accord mit Ihnen, dass es ein großes Problem ist, nachdem der Staatsgerichtshof gesagt hat, es ist so mit der Verfassung nicht vereinbar. Aber so einfach, wie Sie hier unterstellen, dass wir Wahlkampf machen, Entschuldigung, was ein Unsinn, wie komme ich denn dazu, in einem Haushaltsjahr 2021 Wahlkampf zu machen, der in 3 Jahren stattfindet, und wo wir noch, wenn überhaupt,
ein, zwei Positionen, Herr Rudolph, weil die dazwischen gerufen haben, haben die in das Jahr 2023 reinreichen, nämlich das von uns gemeinsam beschlossene Kommunalpaket. Und ich habe Ihnen immer wieder attestiert, dass ich dankbar bin, dass Sie bei all diesen Dingen mitgemacht haben. Und da kann ich nicht erkennen, warum wir nicht gemeinsam eben zumindest mal das feststellen können, nämlich wo waren wir inhaltlich jedenfalls beieinander. Das haben Sie eben in Ihrer Rede völlig vergessen. Schade, ich würde mich gerne dafür bedanken. Wenn Sie es von vornherein ignorieren, kann ich das aber auch sein lassen. Kolleginnen und Kollegen, ich will noch mal, und das nehmen Sie mir jetzt nicht übel, ich will noch mal an den Ausgangspunkt erinnern. Weil es wird ja auch geschrieben, dass der Betrag überdimensioniert war. Dann will ich dazu etwas sagen. Wir haben über 12 Milliarden Euro gesprochen, die es eine Ausgabenermächtigung gibt. Das noch einmal für alle diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit dem beschäftigen, worüber wir eigentlich streiten. Das Zweite, was wir besprochen haben, ist, wir wollen, dass das Parlament in Form des Haushaltsausschusses mitwirkt. Jeder kleine, in Anführungsstrichen, Betrag über 1 Million dort beraten wird. Das ist ausführlichst passiert, wie Sie wissen. Und die Kollegen, Herr Weiß und andere, die dort sitzen, werden das bestätigen. Das Verfassungsgericht, darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, hat gesagt, das ist mit dem Budgetrecht des einzelnen Abgeordneten, der die Komplexität des Gesamten entscheiden sollen können muss. Nicht vereinbar. Das akzeptiere ich, gebe aber zu, dass ich bedauere, dass unsere Vorstellung eben genau diese detailhafte Befassung des einzelnen Abgeordneten im Ausschuss und dann auch im Plenum zu haben, der Staatsgerichtshof anders bewertet hat. Das noch einmal stelle ich bitte nicht in Kritik insofern, dass ich jetzt sage, das finde ich doof, sondern ich bedauere es, weil der Ansatz, den wir hatten, genau der gegenteilige war. So, und um dann vielleicht auch noch einmal auf die Situation zurückzukommen. Wir hatten einen großen Teil vorgesehen für Steuerausfälle. 5 Milliarden Euro vorgesehen, 1:1 Corona-bedingte Steuerausfälle zu kompensieren, damit wir die Lehrer und die Polizisten weiter bezahlen können. Ich glaube, das ist auch unstreitig. Und beim Rausgehen in dieser sechsten Runde, Frau Kollegin Faeser, habe ich gefragt, gilt das auch für das Steuerminus? Und da haben Sie gesagt, ja, das werden Sie nicht bestreiten. Und ich glaube, da sind wir ja auch einer Meinung. Nochmal, ich bestätige doch gerade, dass wir da einer Meinung waren. So, und dass das jetzt deutlich weniger geworden ist, das ist für mich zunächst einmal erfreulich. Aber wissen Sie noch, sich zu erinnern, was die Steuerschätzer im Mai des Jahres 2020 prognostiziert haben? Basierend auf einem Minus der Konjunktur von -6,5%. Basierend auf diesen -6,5% ergaben sich Steuerausfälle nur für das Land von 6,4 Milliarden Euro und davon der meiste Teil Corona-bedingt, plus 4,2 Milliarden auf kommunaler Seite. Das sind nach Adam Riese 10,6 Milliarden Euro Steuerausfälle, weitestgehend pandemiebedingt. Und da können Sie mir doch und uns nicht vorwerfen, dass wir von vornherein überdimensioniert waren, wenn wir gesagt haben, 5 Milliarden Euro sehen wir mal vor. Anderes müssen wir anderweitig erwirtschaften. Aber 5 Milliarden sehen wir alleine für diesen Teil vor. So, und ich könnte viele weitere der Dinge aufgreifen, die Sie angesprochen haben. Aber ich will nur vielleicht noch einige wesentliche Antworten geben, weil Sie heute diese Punkte angesprochen haben. Und Sie auch ein Recht haben auf die Antwort, wie geht es denn jetzt weiter? Zunächst einmal sagt der Staatsgerichtshof, dass wir bis zum 31. März 2022 das Sondervermögen fortführen können. Ich sage das jetzt einmal sehr global. Ich könnte das im Text vorlesen. Da gibt es Randziffern dazu mit sehr detaillierter Vorgabe. Wir sagen aber, wir werden natürlich ab dem Haushalt 2022 alles aus dem Sondervermögen, auch wenn es jetzt schon läuft, ins Jahr 2022 läuft, in den Kernhaushalt übernehmen. Alles den letzten Euro. Und ich gehe davon aus, wir beraten noch, was wir am Ende des Tages jetzt auch an Anträgen haben werden, die sicherlich dann die Regierungsfraktionen einreichen werden. Wir haben ja um 4 Wochen oder 5 Wochen verschoben, sodass wir da auch ausreichend Zeit zur Beratung haben. Ob mit dem Tag 1.1.22 dann das Sondervermögen zwangsläufig ausläuft, das glaube ich, ist so. Aber es ist schon einmal ein deutliches Signal auch an den Staatsgerichtshof, um das auch gleich zu sagen, dass wir über das hinausgehen, was er uns aufgeschrieben hat mit dem 31.03.2022. Das nur zum Thema Ernstnehmen des Staatsgerichtshofsurteils. Sie können sich darauf verlassen. Sollte es einzelne Maßnahmen geben, die wir neu brauchen, ich sage jetzt einmal im unmittelbaren Gesundheitsschutz als Beispiel, werden wir natürlich ausführlicher, als wir das bisher getan haben. Das ist auch bemängelt worden, dass wir zu wenig ausführlich begründet haben.
übrigens gerade auch konjunkturelle Stimulationsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Zahlen, die ich eben genannt habe, waren, dass viele Punkte in unserem Gesamtpaket, wo wir gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass uns die Konjunktur nicht völlig abschmiert und diese Gesellschaft noch in ganz andere wirtschaftliche Probleme kommt, waren das natürlich eine Reihe von Maßnahmen im Bereich des Gesundheitsschutzes. So, und da kann es sein, dass das ein oder andere noch neu erforderlich ist. Das würden wir versuchen, spätestens bis zum Jahresende zu klären, um dann aber im neuen Jahr alle solche eventuellen Maßnahmen über den Kernhaushalt zu fahren. So, und ich will auch sagen, wir haben im November eine neue Steuerschätzung vor Augen. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die Steuereinnahmen in der Prognose, jedenfalls bei dem, was wir bisher wissen, deutlich besser sein werden, als wir ursprünglich geplant haben. Und ich sage noch einmal, Ursprungsplanung Mai 2020. Und die Zahlen habe ich eben genannt. Also deutlich besser sind als das, was damals prognostiziert worden ist. Und insofern werden wir Ihnen am Ende den Oppositionsparteien bzw. dem Hessischen Landtag sicherlich eine ganze Reihe von Anträgen vorlegen. Einmal, ich habe die Einzelmaßnahmen angesprochen, die über den Kernhaushalt finanziert werden sollen. Das ist ein wenig auch Technik, wenn ich das so sagen darf, aber auch die Antwort darauf geben, wie finanzieren wir denn das, was Corona-bedingt am Ende noch erforderlich ist. Und da bin ich ziemlich sicher, werden wir inhaltlich durchaus nah beieinander sein. So, und vor dem Hintergrund sage ich, auch das haben wir gelesen. Ich könnte mal konkret die Randziffer, ich glaube 288 beziffern, wo der Staatsgerichtshof sagt, ihr dürft oder müsst neben Kreditfinanzierung, das ist ja ausdrücklich erlaubt worden in dem Urteil des Staatsgerichtshofs, auch andere Finanzierungsquellen prüfen und schauen, ob die zur Verfügung stehen. Und wenn ihr meint, nur zum Teil oder nein, dann müsst ihr es ausführlichst begründen. Das ist jetzt auch meine Übersetzung, aber Sie wissen, genauso steht es im Staatsgerichtshofsurteil. Und vor allem, ja, zum Beispiel. Und vor dem Hintergrund sage ich Ihnen zu, selbstverständlich werden wir auch diesen Punkt absolut ernst nehmen. Und ich sage Ihnen, Sie können den Artikel nachlesen, 288 Randziffer, da sitzen Juristen auch in Ihrer Fraktion, 1:1 selbstverständlich Maßgabe des Staatsgerichtshofs für das, was wir jetzt tun werden. Und insofern mache ich mal einen Strich unter Ihre Rede, die, wie gesagt, ich habe es ja eingangs mir erlaubt zu erwähnen, aus meiner Sicht ein bisschen das Maß verloren hat, aber die Sie auch angekündigt haben, dass sie etwas robuster sein wird, das ist völlig in Ordnung. Es geht ja auch um was, das ist in Ordnung, dass Sie sich auch echauffieren. Aber eins will ich Ihnen dann auch noch zu sagen zu Ihrer Kommunikation auch der letzten Tage. Sie haben in einer Pressemitteilung, und das haben Sie eben auch in Ihrer Rede gemacht, ja, das mit den Trümmern und den rauchenden Trümmern beschrieben. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Aber ich frage Sie mal nach dem, was und wie Sie es vorgetragen haben. Finden Sie, und Sie haben von schamlos gesprochen, finden Sie es schamlos, dass wir 90.000 Laptops an Schülerinnen und Schüler gemeinsam beschlossen haben, damit Kinder weiter im digitalen Fernunterricht unterrichtet werden können? Ich fand das nicht schamlos, sondern ich fand das eine absolut berechtigte Investition, um Kindern von Eltern oder aus Familien, die sich nicht einmal so gerade da drüben irgendwo, ich will keinen Markenartikel nennen, ein solches Gerät kaufen, sondern denen haben wir geholfen. Finden Sie es arrogant, dass eben saß noch die Wissenschaftsministerin da? Finden Sie es noch arrogant? Wir haben uns 3-4 Tage mit dem Thema beschäftigt. Wie helfen wir den Künstlern, den Kulturschaffenden? Wie helfen wir den Einzelunternehmen? Finden Sie es arrogant, dass wir denen mit Arbeitsstipendien, mit ganz vielen Unterstützungsmaßnahmen über diese schwere Phase geholfen haben? Nein, ich finde das nicht arrogant. Ich finde das wertschätzend, meine Damen und Herren. Frau Faeser, finden Sie, das ist Bulldozerpolitik, wie Sie es genannt haben. Finden Sie, es ist Bulldozerpolitik, dass wir 8.500 Kredite an kleine und mittlere Unternehmen ausgereicht haben? Ich sage nein. Wir haben helfende Hände-Politik gemacht und nicht Bulldozerpolitik. Wir haben Existenzen und Arbeitsplätze gerettet. Und finden Sie es anmaßend, dass wir gemeinsam über 3 Milliarden Euro für die hessischen Kommunen zur Verfügung stellen, und zwar über mehrere Jahre? Und wenn Sie heute dabei gewesen wären, hätten Sie ja gehört, wie der
wie der Geschäftsführer des Hessischen Städtetages sich dafür bedankt hat und ein wenig mit dem Schmunzeln versehen natürlich das Sondervermögen angesprochen hat. Aber ich darf Ihnen sagen, es bleibt bei den Zusagen, die wir dort den Kommunen gemacht haben, weil unsere Idee war, dass auch die Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger am Ende verlässlich in dieser Krise da sein konnten. Und wissen Sie, ich bin dann gleich fertig, Herr Präsident, diese Geschichte, die Sie da geschrieben haben, beginnt mit den ersten Aufsätzen in der FAZ. Ich lese übrigens auch FAZ, aber ich mache nicht immer alles, was da drin steht, nur weil es da drin steht und opportun erscheint, nehme ich alles sehr ernst. Und man kann ja nachverfolgen, wie da im Vorfeld schon versucht worden ist, irgendein Ergebnis herbeizuschreiben, was dann sein muss, wenn es am Ende so ausgeht. Wie es jetzt ausgegangen ist, alles nicht so überraschend. Alles nicht Pressefreiheit, das müssen Sie gerade rufen, aber das nehme ich jetzt nur einmal zur Kenntnis, dass Sie überhaupt das Wort kennen, Herr Kollege, und insofern habe ich mich an die Kollegin Faeser gewandt. Ich sage Ihnen im Summe, mir hat gestern, es ist überhaupt keiner schuld, der nicht hier im Haus und in der Landesregierung Verantwortung trägt. Herr Staatsminister, einen kleinen Moment. Es muss ein bisschen ruhiger werden, sonst kann man sich nicht hier, sonst hört man kein Wort mehr. Bitte, Herr Staatsminister. Herr Präsident, nehme ich auch gerne an, diese Hilfeleistung, aber es scheint hier einigermaßen Diskussionsbedarf bei auch den Oppositionsfraktionen auszulösen. Also, um es auf den Punkt zu bringen, Kolleginnen und Kollegen, das ist für mich eine Niederlage, und das müssen wir nicht wegreden, auch für mich persönlich. Wo ich bitte, dass ich so reagiere, wie ich gerade reagiere, ist, dass wenn mir jemand mit der Moralkeule kommt, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen, und das Gleiche nehme ich für die Fraktion und für die gesamte Landesregierung, natürlich allen voran für den Ministerpräsidenten in Anspruch, einen Weg gewählt, den viele andere Länder ähnlich, in Teilen, wie auch immer, auch gewählt haben. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wenn Sie diesen Weg nicht gewählt haben, haben Sie alternative Wege eingeschlagen, und Sie haben die Rücklagen eben eingerufen, dann schauen Sie doch einmal in den Bundeshaushalt. 45 Milliarden Euro Rücklagen bei Finanzminister Olaf Scholz, um über die Jahre zu kommen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr gespannt, was aus der Ampel-Koalitionsverhandlung aus diesen Rücklagen werden wird. Also, zusammenfassend. Sie merken, das wühlt mich auf, das regt mich auch auf, und Sie können von einem ganz sicher ausgehen. Wir und ich haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, und jetzt nehmen wir das nicht nur zur Kenntnis, sondern wir setzen eins zu eins das Urteil des Staatsgerichtshofes um. Wir krempeln die Ärmel hoch, aber für die hessischen Bürgerinnen und Bürger wird es weiter so sein. Sie können sich auf diese schwarz-grüne Landesregierung verlassen. Vielen Dank.